Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Tourist-Bus Simulator. Hat sich gerade mein Bus bewegt? Mein Bus bewegt sich. Naja, passiert. Hab die Feststellbremse vergessen. Zu einer neuen weiteren Folge vom Tourist-Bus Simulator, Folge Nummer 3. Ja, ich weiß, für die, die mich schon so ein bisschen kennen, ich habe schon einige Folgen abgedreht, aber ich habe irgendwann angefangen, nämlich ein paar Folgen hier zu drehen, mitunter auch mit Kamera. Die Kamera, die taucht immer erst dann auf, wenn ich wirklich im Bus sitze, weil ich will ein bisschen in meiner Rolle verbleiben. Und für diejenigen, die bald in diesen die jetzt mittlerweile schon in diesen Geschmack von Tourist-Bus Simulator gekommen sind, auf den Konsolen. Denn ab nächster Woche, den 12.05., beziehungsweise seit dieser Woche, den 12.05.2022, ist Tourist-Bus Simulator endlich für die Xbox Series X und PS5 unterwegs. Aktuell, so wie ich es gehört habe, ich kann mich aber auch in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen revidieren, sind es wirklich nur die neuesten Konsolen. Einfach aus dem Grund, ihr seht schon so ein bisschen, das ist schon von der Engine her und von der Grafik her ein bisschen higher gelegt. Und ich denke mal, dass die alten Konsolen da einfach nicht mehr so richtig mitmachen und man keine Kompromisse eingehen wollte. Deshalb, ja, auf den aktuellen Konsolen. Ich werde sie mir wahrscheinlich nicht tun auf den aktuellen Konsolen, es sei denn, ihr wollt mir gerne etwas spenden bzw. mich dabei unterstützen. Link in der Videobeschreibung, da findet ihr dann quasi eine Seite, da könnt ihr mir paar Taler zuschicken, 1-2 Euro oder so. Und wenn was zusammengekommen ist, dann würde ich auch den Tourist-Bus Simulator ausprobieren. Aber bis dahin, ich habe ihn ja für den Steam und dann würde ich mir nicht nochmal für 30 Euro den holen, nur um für die Konsolen das auszutesten, weil leider bin ich selber immer noch berufstätig und habe das Geld dafür dann auch leider nicht. Da gehe ich lieber in einkaufen. Wenn später irgendwann mal der Erfolg da sein wird, dann selbstverständlich können solche Fragen wie, kannst du auch für die aktuellen Konsolen mal kaufen und spielen, dann wird sowas gar kein Problem. Aber jetzt genug der Rederei. Die Zertifizierung. Betrete dein Büro. Wir sind nämlich noch mitten so ein bisschen in der Einführung. Da wird uns alles noch gezeigt, was können wir hier machen, was machen wir Schönes. Zum Beispiel öffne wieder einen Schichtplan, um deinem Mitarbeiter diesen permanenten Auftrag zuzuweisen. Wir haben nämlich gerade in der letzten Folge einen permanenten Auftrag bekommen. Und diesen, zwar ist falsch gewesen, hier sind nämlich eigentlich nur die Aufträge, die wir annehmen können. Nämlich hier am Schichtplan. Den hatten wir nämlich abgeschlossen und dann können wir hier raufgehen und zum Beispiel Otto Michaelis einfach darauf setzen. So, das war es auch schon gewesen. Das Management. Gehe zum anderen Computer. Nämlich hier. Klicke auf diesen Button, um den aktuellen Vorrat an Snacks und Getränken für die Sightseeing-Tour anzuzeigen. Durch Klicken auf diese Button kannst du deinen aktuellen Bestand für die Fahrzeugreparatur einsehen. Also Snacks und Getränke sind halt einfach für die Touristen. Ich glaube, die sind dann einfach ein bisschen zufrieden und dann kriegt mehr Erfahrungspunkte. Können wir mal gucken, ob das alles möglich ist. Von allen natürlich erstmal null. Gehe zum Aktenschrank. Da haben wir dann verschiedenste Möglichkeiten, was zu holen. Klicke auf diesen Button, um die verschiedensten Vertragsarten anzuzeigen. Du hast die Wahl zwischen Kfz-Versicherung, Verlustversicherung für Fahrgäste, die wahrscheinlich irgendwas vergessen haben. Achso, und für nicht abgeschlossene Aufträge, weil Personal kann nämlich gekrankt werden. Verträge für WLAN an Bord des Fahrzeugs, Verträge für Ersatzteillieferung. Gut, da haben wir jetzt zum einen Fahrzeugversicherung. Da haben wir jetzt die Möglichkeit natürlich 200 Euro im Monat pro Fahrzeug oder auch 1400 Euro pro Monat für das Fahrzeug. Beginnen erstmal hier. Wir fangen mal ein bisschen low an. Hoppala. So, einmal hier. Achso, nein. Oh, hoppla. Denn, tut mir leid. Jetzt kann ich nur noch den teuren hier nehmen. Gut, den einen habe ich dummerweise schon gekündigt. Verlustversicherung haben wir nicht. WLAN-Service. Achso. Verlustversicherung. Nehmen wir auch hier so ein bisschen low. WLAN-Service. Da können wir jetzt auswählen, wie viel Gigabyte das haben soll. Was da jetzt der große Unterschied ist. Boah, 99 pro Woche. Nehmen wir das. Ah, okay. Da können wir jetzt die Woche 50 Gigabyte. Machen wir 1 Terabyte. Oh, 1000 Euro. Wir fangen mal klein an. Und Ersatzteillieferung können wir uns auch noch ein paar Sachen auswählen. Brauchen wir im Endeffekt aber jetzt auch nun wieder nicht. Das sind Sachen, wenn wir unser Fuhrpark vergrößern, müssen wir es nicht selber kaufen. So, gehe zum Taschenrechner im nächsten Raum. Ich hatte euch ja auch die Frage gestellt, hey, wie wollen wir es machen? Wollen wir zum Beispiel uns eine Finanzspritze geben lassen? Das können wir nämlich hier, also Kredite aufnehmen. Oder aber auch, ja, mit harter Arbeit das gewinnen. Ich mache mal so einen Mischmasch. Also wir werden einmal einen kleinen Kredit mal aufnehmen. Denn wir haben die Möglichkeit jetzt hier, sehen wir unsere aktuellen Beträge.
wir haben jetzt knapp 84.000, allgemeine Einnahmen sind 200.000, Gesamtausgaben 118.000, Restschulden 203.000 und Einnahmen in den letzten Tagen 1.500, wöchentliche Aufgaben. Okay, wir müssen hier ein bisschen ackern, weil ihr seht, unsere Ausgaben sind höher als unsere Einnahmen. Sehen wir hier ganz gut, das sieht ganz nett aus. Das sieht schon wieder ein bisschen brutaler aus. Hier können wir Kredite aufnehmen, aber wir haben sogar schon einen Kredit. Restschulden sind 203.000, weil 3% ja, an Finanzierung ist. Neuer Kredit, wir können aber auch einen neuen Kredit aufnehmen. Könnten jetzt hier und so viel nehmen. Machen wir jetzt einfach mal, um es einfach mal zu zeigen. Aber das reicht dann aber auch aus. Die müssen wir ja erstmal zurückzahlen. Jetzt gehen wir zum Pinnwand des Raumes. Da können wir jetzt raufgehen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, was da nochmal war. Da ist eine kleine Übersicht. Das sind wir. Abgeschlossene Touren haben wir 3. Das sind so also Gesamtstatistiken und Berichte. Unser Bericht von hier und da, was wir alles so gemacht haben. Also relativ unwichtig. Gehe zum Büro heraus, über den Hof und betrete die Werkstatt. Denn wir haben auch eine eigene Werkstatt. Im Übrigen können wir auch mehrere Werkstätten uns hier besorgen. Und da können wir unsere Busse reparieren lassen. Ist natürlich im Endeffekt kostengünstiger, als wenn wir zu einer anderen Werkstatt gehen. Aber aktuell ist das natürlich auch nicht großartig möglich. Aber ihr könnt halt jemanden einstellen. Und so könnt ihr halt natürlich euer Bus immer flott und auf den Laufenden halten. Das ist der Status eurer Busse, wie aktuell jetzt nur mein einziger Bus ist. Da klickt ihr rauf. Reifenwechsel wäre zum Beispiel angesagt. Das könnten wir zum Beispiel hier auf Reparatur gehen und könnten sagen, okay, Scheibenwischer, das muss hier alles ersetzt werden. Haben wir aber nicht. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel Lichter reparieren. So, dein Werkstatttermin ist am 14.06. Bitte erscheine mit deinem Fahrzeug nicht später als 15.30 Uhr. Da müssten wir zumindest zum Beispiel hingehen und die Lichter reparieren. Das müssten wir aber extern außer Ort machen. Hier könnten wir vor Ort gehen. So, die Erweiterung. Gehe in dein Auto. Und jetzt fahren wir anstatt mit dem Bus, der ja immer noch hier schön im Wege steht, nämlich mit dem Auto. Und dort werden wir gleich die Kamera sehen. Zack, da bin ich. Motor starten. Vorne Feststellbremse lösen. Und dann geht's aber auch schon ab. Die Erweiterung, öffne die Karte. Machen wir mal. Denn wir kommen jetzt zu unserem allerersten kleinen Häuschen. Bitte erwartet jetzt nicht so viel von unserem allerersten Häuschen. Das müsste, glaube ich, wo waren das gewesen? Häuschen. Wo wollen unser Häuschen? Ach, da! Oh! Ach nee, Gewerbegebiet. Okay. Ich dachte, das wäre unser Häuschen. Aber wenn wir zum Häuschen kommen, erwartet er echt nicht so viel, denn das sieht nicht so schick aus. Also, kurzer Katzensprung. Auf zum Gewerbegebiet. Garagehallen. Nämlich die können wir denn da kaufen und auch andere Busse unterbringen, denn das Ding ist auch wiederum, wir haben hier nicht so viele Busse. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, Busse unterzustellen. Finde ich auch eine schöne Sache, was im Wirtschaftssystem so ein bisschen dazugehört. Also, ihr könnt nicht wie bei Bussimulator 21 einfach mal sagen, ja, wir holen uns jetzt mal 100 Busse, die passen alle bei uns rein. So geht's nun wieder auch nicht. Ihr müsst dann schon euch irgendwann Gedanken machen und vielleicht ein paar Garagen zulegen. Uiuiui, oh! der war schick gewesen. Ja, wenn ihr zu schnell unterwegs seid und abrupt bremst und einlenkt, könnt ihr schon mal das Auto hier verlieren. Falls ihr euch auch fragen solltet, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Sieht man die Busse auch von deinem Unternehmen, wenn die währenddessen unterwegs sind? Das weiß ich nicht, das müssten wir mal gucken. Soweit war ich auch noch nicht gewesen, dass ich so viele Aufträge hatte, die dann ja zeitgleich irgendwie liefen mit so vielen Bussen. Aber das kann man gerne mal gucken. Oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt einfach mal hinterherfahren, wenn wir wissen, okay, Otto muss jetzt um 17.30 Uhr die Tour hier fahren, dann können wir mit Auto mal hinterherfahren und einfach mal, wie ein guter Chef es einfach mal macht, ausspionieren. Oh oh. Ich würde jetzt sagen, das ist nicht gut geparkt. Habe ich so das Gefühl. Oh, aber wir sind getarnt. Gott, wer hat die Reifen hier aufgesetzt auf diesen Wagen? Der schlittert ja nur.
Mensch, mach doch mal Platz hier! Oh! Ja! Ey! Mann, Mann, Mann! Ha! Gut, wir sind auch gleich da. Ihr seht schon auf der Karte, beziehungsweise auf dem Navi links, dass dort die Garage wartet. Aber es passt ganz gut, weil so schmuckhaft ist es auch noch nicht. Das ist, glaube ich, auch nur einfach ein Container, der hier in der Einöde liegt. Ihr seht schon, es ist halt sehr viel Steppe. Weil man könnte so ein bisschen denken, man wäre, naja, tut mir leid, wenn ich so sage, aber Afghanistan oder so. Ist auch im Endeffekt nur eine Einbahnstraße, also die führt jetzt wirklich nur dort bis zum Industriegebiet, wo denn eine Garage ist. Und die sieht denn ungefähr jetzt so aus. Ich habe mal so ein bisschen aus dem Fernbus-Simulator, man fährt jetzt hier vor. Die Türchen geht auf. Oh. Okay. Da sind wir. Begib dich zum Büro der Garagenhalle. Die ist anscheinend nämlich hier. Und jetzt könnte man die Garage kaufen für 250.000. Ja. So, Preis 150.000. Zeit 14 Tage? Wie, was 14 Tage? Neue Halle, alte Halle abreißen. Abreißen. Gut. Jetzt ist es abgerissen. Und nun? Öffne die Karte. Genau. Und was auch ganz schön ist, es war jetzt eine Mordstour gewesen. Ihr könnt hier oben rechts nämlich auf Schnellreisemodus gehen. Und jetzt sind die Punkte, wo ihr zum Beispiel ansässig seid, zum Beispiel Häuschen oder aber auch das Büro. Daraufhin könnt ihr eine Schnellreise machen. Müsst ihr den ganzen Weg nicht wieder zurückfahren. Ja, die Unterkunft. Gehe in dein Auto. Auto oder Bus? Da gehen wir jetzt ins Auto. Fahre nach Antigua. Und ich glaube zu meinen, dass wir dort nämlich unsere erste Wohnung sehen werden. Das sieht nämlich genau danach aus. Aber wie gesagt, bitte wartet hier wirklich nicht so viel. Dann hier erst rechts. Mäusekind, die Kurve, die kannst du schnell nehmen. Komm. Hier sind 90 erlaubt. Gib Gummi. Ah, vom LKW schaffen wir es noch. Ha, doch nicht. Okay. Den Schwung jetzt hier mit dem Abpass. Abpassen und auf. Oh, 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 oh. Ha. Ach, wie gekonnt. Oh, shit. Oh, 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 oh. Puh, nichts passiert. Guck mal, ihr habt da so ein mexikanisches McDonald's. Ich sag jetzt mexikanisches, spanisches. Das ist ja, es sind, glaube ich, die Canano, wie das heißt. Ich glaube, irgendwie so. Teneriffa? Nee. Ach Mann, wie heißt der Ditte? Mir fällt es bestimmt in der nächsten Folge mal ein. Ah, oh. Bremsen, 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 bremsen. Ja, super. Ah, da sind wir schon. An... Antigua.
Herrlich. Hier rechts kommt übrigens unsere Unterkunft. Hier habt ihr zum Beispiel, ich zeige euch das mal ganz kurz, hier habt ihr so ein kleines Möbelhaus. Das können wir gleich mal kurz mal uns angucken. Denn wir können uns auch Möbel, das ist das Schöne für unsere Unterkunft, nämlich kaufen. Ihr müsst einfach nur eigentlich im Endeffekt das entdecken und darauf klicken. Dann habt ihr schon mal eins von drei. Und die Möbel könnt ihr automatisch dann später in euren Unterkünften denn kaufen. Ja, ein schönes, schmuckes, kleines, süßes Städtchen, das es eigentlich so derzeit, als das Spiel entwickelt worden ist, auch wirklich so gab, wa? Vielleicht ist es jetzt mittlerweile halt auch ein bisschen anders geschnitten. Die Zeit wird ja immer schneller. Aber hier könnt ihr zum Beispiel auch einkaufen mitunter. Da könnt ihr nämlich Getränke kaufen, dazu kommen wir aber wahrscheinlich ein bisschen später. Ich ignoriere das einfach immer, dass irgendwo gegenfahre, nicht wundern. Also ich bin jetzt nicht so doof, dass ich es nicht mitbekomme. Und hier vorne haben wir auch schon, ja, die Residenz. Ich nenne sie mal die Residenz. Wir haben auch einen kleinen privaten Parkplatz. Auch schön. Ja, Leute, ganz ehrlich, was soll ich euch sagen, wa? Das ist so eine Unterkunft, da wenn du zu laut bist, der Nachbar kommt nach oben und spuckt dir ins Gesicht, wa? Und das von morgens bis abends. Also, das sieht jetzt nicht schmuckhaft aus. Aber man muss sagen, die Bäume machen es alles ein bisschen schöner. Es sieht schon atemberaubend schön aus. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich, warum ich vorher so am Anfang des Videos gesagt habe. Ich denke mal und ich hoffe es auch ehrlich gesagt, dass es nur für die Xbox Series X und PS5 rauskommt. Denn das kleine Manko, das ist halt immer noch so ein bisschen Spiele, die von der Konsole, beziehungsweise vom PC natürlich eher gesagt, zur Konsole adaptiert worden sind, kann natürlich schnell dazu kommen, dass man Leistungsverlust halt auch in den Kauf nehmen muss. Das heißt, der Entwickler will halt das Spiel dann auf die Konsole bringen und muss aber damit leben, ihr habt mal verschiedene Konsolengenerationen und man muss Kompromisse eingehen. Und vielleicht ist der Entwickler hat auch nicht das Geld dafür, das Budget oder hat keine Lust, muss diese Kompromisse eingehen und sagt, okay, wir gehen Mittelweg, aber nichts da drüber und nichts da drunter. Und das war es dann gewesen. Und dann sind die, die eigentlich vermeintlich die bessere Konsole haben, dann auch die Angearschten. Und ja, das ist halt so die Zeit, wa? Im Laufe der Technik ändert sich so einiges. Okay, komm, wir gucken uns das Häuschen mal kurz an. Es ist im Übrigen auch mega dunkel da drin. Also keine Ahnung, das haben sie bis heute noch nicht behoben. Wir haben es jetzt einfach mal gekauft. Betritt die Wohnung. Wir gehen jetzt hier rein und guck mal, wie duster das hier ist. Richtig geil. Nachdem du deine erste mobile Wohnung hast, kannst du sie einrichten. Klicke auf die angezeigten Interaktionsfelder, um zum Beispiel verschiedene Möbel und Dinge zu kaufen. Okay. Ja, jetzt haben wir Skillpunkte sogar erhalten dafür. Skillpunkte können wir uns gleich mal angucken. Gemälde, wo können wir denn hier das Licht anbringen? Hier, Deckenbeleuchtung. Haben wir. Achso, stimmt, wir haben es am Baumarkt gefunden, aber da muss ich erst noch rein. Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus. Wir finden mal irgendwann Zeit und können es mal ein bisschen einrichten. Gehen auf unser Smartphone nämlich. Wir haben wie beim Fernbus ein Smartphone und dort können wir unsere Skillpunkte nämlich eingeben. Verdienen und damit einen zusätzlichen Bus kaufen zu können. Deine Mitarbeiter zu unterstützen. Im weiteren Verlauf kannst du den Park erweitern, neue Fahrer, Mechaniker und Reiseleiter einstellen. Sammle nun genügend Erfahrung, erkunde die Insel, um neue Auftragsarten wie Shuttles und Sightseeing-Touren durchzuführen. Jetzt hast du vollen Zugang zur Insel, um dein Unternehmen so früh zu führen, wie du es für richtig hältst. Ja, das war's gewesen, Freunde der guten Laune. Das war die Folge gewesen. Oder sagen wir mal, die ersten drei Folgen, so ein bisschen die Einleitung. Ab sofort sind wir auf uns gestellt. Ab sofort könnt auch ihr natürlich mitentscheiden, was machen wir, welche Aufgaben machen wir, welchen Bus machen wir, beziehungsweise welchen Bus kaufen wir wahrscheinlich. Und damit würde ich mal sagen, fangen wir in der nächsten Folge an. Wir holen uns einen neuen Bus und lackieren den mal ordentlich um. Dann gucken wir uns mal die Lackiererei an. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Ey, nicht so schnell gefahren, Hallöchen. Hier ist 30er-Zone. Du auch? 30er-Zone. Mann, 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 Mann. Ah. Oh, ich hab den Motor angelassen. Ha, ich Umweltverschmutzer. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.